Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen für Sie. Wir fahren mit den Öffis zum Salzburger Christkindlmarkt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie auch zu Weihnachten Energie sparen können. Und diesmal liefern wir Ihnen auch noch einen Weihnachtshit der ganz besonderen Art ins Wohnzimmer. Wir sind mitten in der Punsch- und Glühweinzeit und dass Sie diesen auch ohne Bedenken genießen können, zeigen wir Ihnen, wie Sie mit den Öffis zu den Weihnachtsmärkten kommen. Diesmal geht es um den Salzburger Christkindlmarkt, der auch heuer wieder einiges zu bieten hat. Der Advent, die ruhigste und besinnlichste Zeit des Jahres. Auch die Zeit des Christkindlmarktes in der Stadt Salzburg. Damit es wirklich zu einem einmaligen Erlebnis wird, sollte schon die Anreise entspannt verlaufen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie der Lokalbahn und dann weiter mit den Bussen, kann man sich entspannt auf den Besuch des Christkindlmarktes einstimmen. Natürlich ohne nervige Parkplatzsuche. So beständig wie die Salzburg AG für ihre Kunden in Salzburg da ist, so beständig ist auch der Christkindlmarkt. Hat er doch in Salzburg eine jahrzehntelange Tradition. Beständigkeit und Traditionen natürlich auch ganz wichtig bei unseren Produkten, Wertschöpfung. Das heißt, hier basiert sie in Salzburg. 100% unserer Aussteller, über 50% bieten Handwerkskunst an. Wir bauen hier in der Stadt ein Dorf auf, in dem es Produkte gibt, die es in der Stadt nicht mehr gibt, die verloren gegangen sind. Und noch eines haben die Standler, die teilweise schon über 40 Jahre zur Adventzeit am Dom- und Residenzplatz sind, mit der Salzburg AG gemeinsam. Sie sind regional verwurzelt und legen Wert auf Tradition. Wie etwa Maria Braunecker aus Birmoos mit ihren handbemalten Christbaumkugeln. Dass es einfach noch so ist wie früher zum Teil. Nicht alles, aber sehr viel. Es ist, wie wir vor 41 Jahren, 42 Jahren angefangen haben, war das schon so wie heute. Heute ist es ein bisschen größer geworden, aber trotzdem, die Tradition ist geblieben, auch mit der Ware. Ich habe nach wie vor meine handbemalten Kugeln, so wie damals schon. Auch Christina Renzel ist in zweiter Generation mit einem Stand am Christkindlmarkt vertreten. Handwerk hat für sie große Bedeutung. Aber auch der alljährliche Besuch von Stammkunden freut die Standlerin. Also ich bin ja jetzt schon selber seit fast 30 Jahren da am Markt. Und was mich besonders freut, dass mich langjährige Kunden und Gäste begleiten. Es muss auch nicht immer sein, dass die was kaufen, aber es ist einfach nett im Besuch. Wenn sie uns besuchen, dann plaudert man ein bisschen, dann gibt es schon die nächste Generation, dann gibt es schon die Enkel, es ist einfach nett. Wenn es dann schon langsam dämmert, gehen am Dom- und Residenzplatz die Lichter an. Aber nicht irgendwelche, sondern LED-Lampen. Einerseits spart das jede Menge Energie, rund 30.000 Kilowattstunden, und andererseits setzt man auf Nachhaltigkeit. Na, wir haben vor 3 Jahren freiwillig umgestellt, das heißt die ganze öffentliche Beleuchtung und auch alle Aussteller selbst haben ihre Lampen umgestellt auf LED. Und wir sind natürlich sehr froh, dass wir mit dem Ökostrom der Salzburger AG hier einen tollen Anbieter haben, der diese Gedanken der Nachhaltigkeit mit uns mitträgt. Wer auch seine Liebsten zu Hause am Besuch am Christkindlmarkt teilhaben lassen möchte, macht das am besten mit einem Foto oder einem Selfie. Verschickt wird es dann kostenlos per freiem WLAN von der Salzburg AG. Und wie wäre es, den Christbaum einmal in der Stadt zu kaufen und damit einen Besuch am Christkindlmarkt zu verbinden? Und hat einem der Glühwein etwas mehr geschmeckt? Auch egal, denn mit Bus und Bahn kommt man sicher wieder nach Hause. Wir bleiben aber auch gleich beim Thema Weihnachten und kommen jetzt zu der Energieberatung der Salzburg AG. Herzlich willkommen bei den weihnachtlichen Energiespar-Lifehacks der Salzburg AG. Sollten Sie noch alte Lichterketten zu Hause haben, ist es jetzt höchste Zeit, diese auf LED-Lampen umzustellen. Denn das spart bis zu 80% Energie. Und weil wir gerade beim Energiesparen sind, die meisten Keksalteige brauchen kein vorgeheiztes Backrohr. Nicht vergessen, jedes Mal die Tür auf, verliert ungefähr ein Fünftel der Energie im Backofen. Also lieber durch das Fenster sehen. Und zum Schluss noch ein Tipp von uns. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, energieeffizient zu schenken? Bei den Elektrogeräten immer auf das Energielabel schauen und eventuell auch Spielzeug ohne Stromanschluss schenken. Damit wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Von der Energieberatung der Salzburg machen wir jetzt einen Themenwechsel zu den Lehrberufen im Unternehmen. Mein Kollege Christoph Muckenschnabel stellt Ihnen auch heute einen vor.
Die Salzburger AG hat schnelles Internet und Kabel-TV. Dass das auch so bleibt, dafür ist Georg zuständig, unser Lehrling. Und wie es ihm dabei geht, schauen wir uns jetzt an. Moin Georg. Moin. Wie geht's da? Ja, mir geht's super. Was machst du denn da? Ich schaue gerade, ob die Signalqualität am Fernseher passt, dass der Fernseher optimal laufen kann. Aha, und wie heißt dein Lehrberuf? Elektronik, Kommunikationselektronik. Wie schaut denn so dein Arbeitsalltag aus? Ja, wir sind viel bei den Kunden unterwegs und in letzter Zeit bauen wir jetzt voll die Netze aus, dass wir ein gutes Internet haben. Und da sind wir natürlich mit unserem Beruf an vorderster Front dabei und werken voll mit, dass das Internet allweil schneller wird. Wie geht's dir da mit den Arbeitskollegen? Ja, die Arbeitskollegen sind voll nett, mit denen verstehen wir auch voll gut. Und ja, kann man eigentlich nichts sagen gegen. Zwischendurch habt ihr auch eine Lehrwerkstätte, habe ich gehört? Ja, wir haben eine Lehrwerkstätte gekriegt. Die ist voll schön, haben sie ein wenig umgebaut. Und da bereiten uns unsere Lehrlingsausbildung auf optimal für die Berufsschule vor. Und wenn wir in der Schule gut sind, dann kriegen wir natürlich auch eine Prämie dafür. Du, ich will dich gar nicht weiter stören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke dir. Okay? Ciao. Ciao für dich. Für dich. Auf der Facebook-Fanseite der Salzburg hatten wir erst vor kurzem einen viralen Videohit für Sie, den wir Ihnen natürlich hier im Magazin nicht wirklich vorenthalten wollen. Es geht um unseren singenden Obusfahrer Selly, der einen besonderen Weihnachtsgruß an Sie hat. Wichtigste Plätze für Sie. Entweder Christkindlmarkt oder Eislaufplatz. Und wir freuen uns auf Sie. Yeah! Übrigens, viele Shops und Lokale haben gratis Bus-Ticket für Sie. Einfach nachfragen. Außerdem sind viele Eintrittskarten auch Obus-Ticket. Zum Beispiel für Winterfest, für die Stille nach Landesausstellung und natürlich für alle Red Bull-Spiele. Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden. Und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.